So, willkommen zurück bei Fallout 3. Wir sind hier in River City am Markt stehen geblieben und ich muss leider traurigerweise zugeben, dass das das erste Mal ist, dass ich eine Doppelaufnahme mache. Das heißt, ich habe das, was ich jetzt machen werde, alles schon mal aufgenommen. Wir werden jetzt den Marktplatz durchgehen und mit den ganzen Leuten reden. Wir beginnen hier mit der Hey, aufpassen, Drogenhändlerin klar? Cindy Cantelli. Das ist der Quick Fix. So heißt unser Laden. Er gehört Pauli und mir. Ich heiße Cindy. Cindy Cantelli. Mann, sie klingen so, als hätten sie zu viel von ihrem eigenen Zeug genascht. Ganz ruhig, ich sehe mich nur um. Was haben sie zu verkaufen? Ja, was haben sie zu verkaufen? Wir haben alle Arten von Medikamenten. Okay, sieht interessant aus. Ameisen. Pheromone. Okay. Mentats, Jet, aber alles relativ uninteressant. Stimpaks 10 Stück. Was ich letztes Mal mit Erstaunen festgestellt habe, wir haben 140 Stimpaks. Alleine die haben schon einen Wert von, ach, sieht man leider nicht, extrem vielen Kronkorken auf jeden Fall. Naja, okay. Für mich ist es Zeit zu gehen. Cindy? Sie werden bestimmt bald wieder hier sein. Ja, ganz bestimmt nicht. Okay, gehen wir weiter. Hier haben wir Willkommen Bannon, im den Potomac. Willkommen Kleidungshändler. im Potomac Attire. Ich heiße Bannon, bin Besitzer des Potomac Attire und Mitglied des Stadtrats. Ich führe anspruchsvolle Kleidung für anspruchsvolle Kunden. Boah, sag noch einmal Potomac Attire und es knallt, ey. Furchtbarer Name. Wie ich sehe, verfügen Sie auch über einen erlesenen Geschmack. Ich bin also nicht gut genug, um hier einzukaufen. Ich bin hier, um Geschäfte zu machen. Ja, Sie verfügen über einen guten Geschmack. Naja. Unter uns. Wenn der Pöbel draußen bleibt, ist das auch gut fürs Geschäft. Okay. Gibt es hier auf dem Schiff irgendwen namens Pinkerton? Diesen Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich habe ihn selber nie kennengelernt, aber es heißt, er wäre einer der Gründer von Rivet City gewesen. Manche behaupten, er sei beim Versuch gestorben, den kaputten Schiffsbug zu plündern. Andere hingegen meinen, er habe sich der Enklave angeschlossen. Die sind also Mitglied des Stadtrats. Dr. Lee, Chief Harkness und ich sind im Rat. Wir treffen uns jeden Montagmorgen. Ich bin sehr einflussreich, wenn Sie wissen, was ich meine. Viel mehr als Seagrave Holmes. Dieser Seagrave, glauben Sie, er stellt eine Gefahr für Ihren Einfluss dar? Der, eine Bedrohung? Nein, natürlich nicht. Naja, vielleicht doch. Er will meinen Sitz im Rat übernehmen. Er hat seine Finger in dubiosen Geschäften, aber ich kann's nicht beweisen. Wenn aber jemand etwas Belastendes in seinem Zimmer finden würde. Naja, sagen wir mal, ich wäre äußerst dankbar. Okay, Bannons Anfrage. Warum leben Sie auf diesem Schiff? Na, wir leben hier, weil man hier vor Raiders und Supermutanten sicher ist. Mit Dr. Lee auf unserer Seite ist es vielleicht sogar denkbar, die Welt wieder aufzubauen. Ich bin hier, um Geschäfte zu machen. Nein, ausrüsten und reparieren. Nein, ja, es war mir ein Vergnügen, Mr. Bannon. Bis bald. Bis bald, auf Wiedersehen. Ach, komische Leute. Naja, so jetzt werden wir uns auf Richtung Dr. Lee machen. Das ganze Gespräch nochmal zu führen, da graut es mir ein bisschen vor. Mitteldeck. So, wir werden alles jetzt genauso machen, wie ich das gemacht habe. Wir werden jetzt hier das Schloss knacken, während wir versteckt sind. Das ist von Holmes die Tür, der dem guten Bannon den Sitz, den Platz wegnehmen will. So, hier haben wir einmal eine wichtige Notiz. Belastender Brief, den gucken wir uns erstmal an. Sie haben uns jetzt bereits zweimal abgewiesen, Holmes. Dies ist mein letzter Appell. Wir waren einmal Freunde. Wir haben miteinander Geschäfte gemacht. Ich will lediglich unser Produkt in River City verkaufen. Ich bin sicher, dass die Stadt Sklaven gebrauchen könnte, die beim Wiederaufbau helfen. Paradise Falls hat Sklaven zu verkaufen und zu einem guten Preis. Sie haben mir früher Ödländer verkauft, die sie gefangen genommen haben, bevor sie überheblich geworden sind. Ihre Weste ist nicht so rein, wie Sie vorgeben. Helfen Sie mir, dann können wir beide einen hübschen Profit machen. Oakley Jones. Okay, da haben wir also den belastenden Brief, dass er in Sklavengeschäfte verwickelt ist. Den Terminal hacken wir schnell. Schnell ist schön gesagt. Ich hoffe mal, dass es schnell geht. Zumindest schon mal ordentlich viele Klammern. Allerdings wäre es ganz schön, die Erlaubnisse aufgefüllt zu bekommen.
was momentan nicht so gut aussieht. Übersehe ich jetzt genau diese eine Klammer oder ist hier keine mehr? Ne, ich sehe keine mehr. Ein Jammer. So. Overprice, 1 korrekt. Ing. Ing. Also mit Ing. Relisting, Refeating. Mit Ing. Ah, According. Sehr schön. Okay. Willkommen beim Computersystem von River City. Ideen für Überlebenswaffen. Ich hatte eine Idee für eine Überlebenswaffe. Überall im Ödland liegen diese Gleisnägel herum. Ich müsste doch eine Art von Schleuder bauen können, mit der ich mit diesen Gleisnägeln wie mit Kugeln schießen kann. Ich habe es mit ein paar sehr großen Gummibändern probiert, aber das hat nicht funktioniert. Könnte man vielleicht Dampf als Kraftquelle benutzen? Bannon. Dr. Lee, wir wissen beide, dass Bannon nicht die besten Interessen von River City verfolgt. Er denkt nur an seinen eigenen Profit. Für einen einzigen Kronkorken mehr würde er seinen eigenen Kinder verkaufen, wenn er welche hätte. Er muss abgesetzt werden. Ich würde mit Freude an seine Stelle treten. Mit freundlichen Grüßen, Seagrave Holmes. Antwort an Bannon, Seagrave. Ich möchte nicht in politische Intrigen hineingezogen werden. Bannon hat nichts verbrochen. Sollte er je etwas wirklich Schlimmes für River City anrichten, werden sich die anderen Ratsmitglieder darum kümmern. Bis dahin habe ich ein Labor zu leiten. Hochachtungsvoll, Dr. Madison Lee. Okay. Naja, wir haben zumindest den belastenden Brief gefunden. Schon mal weiter. Hier haben wir die Kirche von River City und den guten Hallo. Pater Clifford. Ich bin Pater Clifford. Dies ist die Kirche von St. Monica. Wer ist diese St. Monica? Sie ist die Schutzpatronin aller verirrten Kinder und bei den Gläubigen von Rivet City sehr beliebt. Seltsam, dass Sie noch nie von ihr gehört haben. Falls Sie Ihre Geschichte hören wollen, sie wird am Sonntag das Thema meiner Predigt sein. Die Messe beginnt um 8 Uhr. Sie sollten vorbeikommen. Ach, nee, ganz bestimmt nicht. Kirche spenden, Sie sind Priester? Ja, ich bin Priester. Ganz River City ist meine Gemeinde. Kommen Sie diesen Sonntag doch zur Messe. Ich erzähle Ihnen die Geschichte von St. Monica. Ich muss gehen. St. Monica segne Sie. So, das hier ist der gute Diego, mit dem werden wir später reden. Wir gehen erstmal in diese Richtung hier weiter. Ja, hier ist der komische Gasraum. Keine Ahnung, was hier vor sich geht. So. Dann haben wir hier noch etwas sehr, sehr Interessantes, nämlich eine Art kleines Museum mit einem ziemlich fanatischen, bekloppten Typen. Wir gehen hier mal hinunter. Bleiben Sie mir vom Leib. Was wollen Sie? Sind Sie einer von denen? Mei Wong. Ja, ich bin einer von Ihnen, schon seit Jahren, wovon auch immer Sie redet. Ich tue Ihnen doch nicht. Wofür haben Sie denn Angst? Lady, Sie sind verrückt. Ja, wofür haben Sie Angst? Ich denke, Ihnen kann ich es erzählen. Ich war einmal ein Sklave. Ich habe auf diesem Schiff einen Sklavenhändler namens Sister gesehen. Ich habe Angst, dass er hinter mir her ist. Keine Sorge, ich würde einen entflohenen Sklave nie verpfeifen. Sie sind also eine geflohene Sklavin, verstehe. Hey, das geht mich nichts an. Was vorbei ist, ist vorbei. Ja, ich würde nie einen Sklaven verpfeifen. Wirklich? Oh, danke schön. Können Sie mir helfen? Ich mache mir solche Sorgen, wenn er da ist. Ich kann nachts kaum noch schlafen. Hier sind 25 Kronkorken. Vielleicht kriegen Sie dafür ja eine Waffe. Ich muss darüber nachdenken. Sie sind auf sich allein gestellt. Ich will damit nichts zu tun haben. Ja, die können wir ja wohl entbehren. So arm sind wir nicht. Danke. Ich werde kurz vor Ladenschluss bei Flag and Shrapnels reinschauen. Ich kann Ihnen nichts geben, aber ich glaube, ich kann Ihnen ein Geheimnis anvertrauen. Sollten Sie jemals in den Norden kommen, dort gibt es ein geheimes Sklavenversteck, den Tempel der Einheit. Dieses Versteck könnte Ihnen helfen. 25 Kronkorken, Karma dazu gewonnen und bitte eine Kartenmarkierung. Sehr schön, im Norden. Ich bin gespannt, was man unter Norden versteht. Tempel der Einheit. Das ist wirklich ziemlich weit im Norden. Wir haben hier oben noch gar nichts erkundet, ey. Hier unten auch nicht. Guckt euch das mal an. Uiuiui, hier. Man kann sich die Karte so angucken, ohne einen von uns erkundeten Ort zu sehen. Also, da wartet doch viel auf uns. Aber okay, der Typ, den ich meinte, der befindet sich hier in diesem Raum. Abraham Washingtons Tür. Man hört schon, Abraham Lincoln, George Washington, ziemlich durchgeknallt.
Ziemlich beeindruckende Sammlung, nicht wahr? Kommen Sie, trauen Sie sich, sehen Sie sich um. Mein Name ist Abraham Washington, Kurator dieses kleinen Ausschnitts amerikanischer Geschichte. Ja, eine in der Tat interessante Sammlung, eine interessante Müllsammlung. Ah gut, ich war gerade auf der Suche nach etwas Brennmaterial. Ich liebe dieses Spiel. Interessante Sammlung. Ah, Sie sind also ein gebildeter Mensch. Wie schön. Jedes Dokument in diesem Raum erzählt einen kleinen, aber wichtigen Teil der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Leider aber fehlt der Sammlung das wichtigste Stück von allen. Gut, ich beiß an. Welches Dokument fehlt? Wen kümmert's? Ich schaffe es einfach nicht, bei diesem Schnarchatorium wach... Schnarch? Atorium wach zu bleiben. Ah, ich liebe dieses Spiel. Welches Dokument fehlt? 1776 trat der zweite Konjugalkongress zusammen und verabschiedete ein Dokument, das von niemand anderes als Thomas Jefferson selbst aufgesetzt wurde. An diesem Tag bekamen die Vereinigten Staaten von Amerika ihren Namen und sicherten sich ihren Platz in den Annalen der Geschichte. Diese herausragende Leistung wurde mit der Unabhängigkeitserklärung in die richtige Form gebracht. Entschuldigung, ich habe gerade aus Versehen gegen mein Headset geschlagen, beim Kratzen an der Nase. Wenn ich Ihnen die Erklärung bringen soll, müssen Sie mir nur Bescheid sagen, dann will ich mal meine Meinung ändern. Ich soll für Sie die Suche beginnen. Ich soll für Sie auf die Suche gehen. Meine Güte, was weiß ich denn da? Worauf wollen Sie hinaus? Überspringen Sie die Geschichtsstunde, Professor. Ja, wir sind ja ein bisschen Nebenquest heiß, deshalb sagen wir mal, wir sind bereit und er muss nur Bescheid sagen. Ach, wirklich? Das würde für mich und diese Sammlung hier sehr viel bedeuten. Gern würde ich in die Geschichte eingehen und Ihnen die Erklärung bringen. Nicht jetzt, vielleicht ein anderes Mal. Immer langsam, Opa. Was ist das für eine Belohnung, von der Sie redeten? Ich muss ein wenig darüber nachdenken und werde mich wieder melden. Ich weiß, da steht da reden, aber ich finde redeten passt besser. Ja, wir machen es natürlich gerne. Hervorragend! Sie werden es nicht bereuen. Das verspreche ich Ihnen. Sie sind Teil der amerikanischen Geschichte. Ich beneide Sie. Die Unabhängigkeitserklärung liegt in den Ruinen des Nationalarchivs. Okay, können Sie mir auf meiner Karte zeigen, wie ich zum Nationalarchiv komme? Das Nationalarchiv, oder besser gesagt das, was davon übrig ist, befindet sich in den Ruinen von DC. Das Dokument wird dort in einem Glasbehälter aufbewahrt. Aber passen Sie auf, das Gebäude ist voll von Supermutanten. Hier, ich zeige Ihnen, wo das Archiv liegt. Dankeschön, aber ich muss jetzt los. Seien Sie vorsichtig. In den Archiven wimmelt es nur so von allem Möglichen. Ja, das schaffen wir schon. Ach, Doc Meat, du bist echt ein treuer Begleiter. Wir gucken auf unsere Karte. Daten. Da ist das Nationalarchiv. Liegt ziemlich gut beim Geschichtsmuseum, Washington Monument, Technischen Museum in dieser großen Promenadenstraße. Aber okay, dann würde ich sagen, verschwinden wir hier und gehen jetzt zu Dr. Lee. Morgen. Ja. Wie gesagt, ich höre mir das Ganze jetzt schon zum zweiten Mal an. Ich freue mich, wenn wir es geschafft haben. Wir gehen die Treppe runter und haben da vorne Dr. Lee. Der Zutritt zu diesem Bereich ist verboten. Ich bin es wirklich leid, das immer wieder sagen zu müssen. Sie sind das. Meine Güte, Sie sehen ihm so ähnlich. Sie sind der Sohn von James, nicht wahr? Was machen Sie hier? Moment, woher wissen Sie, wer ich bin? Kennen wir uns? Ja, sie war ja bei unserer Geburt anwesend, daher... Und die Ähnlichkeiten, ich denke mal, das wird man schon erkennen. Ihre Lippen sind komisch gemacht. Sie kennen meinen Vater, haben Sie ihn gesehen? Wo ist mein Vater? Sagen Sie es mir jetzt. Ja, finde ich ein bisschen unnötig, die Frage. Daher sagen wir, wo ist mein Vater? Haben Sie ihn gesehen? Sie kennen meinen Vater, haben Sie ihn gesehen? Aber ja... Natürlich habe ich ihn gesehen. Wissen Sie nicht, wer ich bin? James hat Ihnen wohl nie von mir erzählt. Typisch. Ich bin Dr. Madison Lee. Vor vielen Jahren habe ich mit Ihrem Vater zusammengearbeitet. Und auch mit Ihrer Mutter. Bitte entschuldigen Sie. Das war alles sehr anstrengend. Ihr Vater kreuzte plötzlich hier auf, nachdem er so lange weg war. Sie müssen verstehen, dass... Wir haben alles hinter uns gelassen. Das Projekt Purity, unsere Arbeit. Wir sind darüber hinweg. Nur Ihr Vater nicht. Okay.
Projekt Purity, das haben wir schon 3-4 Mal gehört. Ich versuche, meinen Vater zu finden. Haben Sie ihn gesehen? Können Sie mir mehr über meine Eltern erzählen? Ja, das ist sicherlich interessant. Sicher kann ich Ihnen von Ihren Eltern erzählen. Ich habe lange mit Ihnen zusammengearbeitet, bis Ihre Mutter starb und Ihr Vater uns verließ. Was möchten Sie noch wissen? Wie war denn mein Vater damals? James, er war sehr engagiert, wollte die Welt verändern. Naja, das wollten wir damals wohl alle. Er konzentrierte sich nur auf 2 Dinge. Auf den Erfolg des Projekts Purity und auf ihre Mutter. Als ihre Mutter starb, gab er auf, denke ich. Ich weiß, dass er auch sein Kind beschützen wollte. Aber irgendwie war es auch eine Flucht. Trotzdem hat er es anscheinend nie ganz verdaut. Ich bin ziemlich schockiert, dass er es nach all der Zeit nochmal versuchen will. Ja, ich muss wirklich sagen, Projekt Purity wird in diesem Spiel eine große Rolle spielen. Und ich finde einfach die Idee für Projekt Purity verdammt genial. Was es genau ist, werdet ihr gleich erfahren. Ich habe meine Mutter nie kennengelernt. Was können Sie mir über sie erzählen? Naja, ihre Mutter war eine gute Frau. Eine engagierte Wissenschaftlerin. Ihr Vater hat sie sehr geliebt. Ihr Tod hat alle schwer getroffen. Sie hatte sich so auf ihre Geburt gefreut. Okay. Warum ist meine Mutter gestorben? Was ist passiert? Es gab Komplikationen bei der Geburt. Niemand hatte es erwartet. Wir waren nicht optimal darauf vorbereitet. Sie müssen verstehen. Wir hatten nur alte, heruntergekommene Geräte. Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand. Ich verstehe. Ich bin sicher, es wurde nichts unversucht gelassen. Sie waren nicht vorbereitet. Meine Mutter ist tot. Was auch immer. Ich habe sie sowieso nicht gekannt, boah, ist das asozial. Ja, Dr. Lee und unser Vater, ich denke, sie haben wirklich alles getan, was möglich war. Ja, nur leider war es nicht genug. Okay, dann war's das hier bei denen über unsere Eltern. Reden wir über etwas anderes. Okay. Ich würde gerne mehr über sie erfahren. Was? Naja, was soll ich Ihnen da erzählen? Ihr Vater und ich, wir arbeiteten lange Zeit zusammen. Ich glaube, wir standen kurz vor unserem Ziel. Aber dann gab es Komplikationen. Das Projekt wurde aufgegeben und ihr Vater verschwand. Ich bin hierher nach River City zurückgekehrt und habe das Labor eingerichtet, das Sie hier sehen. Okay, erzählen Sie mir von dem Projekt, an dem Sie und Ihr Vater... an dem Sie und mein Vater gearbeitet haben. Wir nannten es Projekt Purity. Was genau möchten Sie wissen? Ja, was sollte das denn bezwecken? Das ist sicherlich mal interessant zu wissen, was Projekt Purity überhaupt ist. Wir hatten wirklich ein ganz einfaches Ziel. Frisches, sauberes Wasser für alle. So eine simple Idee. Und doch unmöglich zu realisieren. Unser Plan war der Bau einer Anlage, die das ganze Wasser im Tidebecken auf einmal reinigen kann. Keine Strahlung, kein Schlamm. Nur sauberes Wasser. Es stellte sich nur als schwieriger heraus, als wir gedacht hatten. Ja, welch nobles und einfaches Ziel. Sauberes Wasser für das ganze Ödland. Ich finde es einfach episch. Warum hat es nicht funktioniert? Das Prinzip funktionierte schon. Wir verstanden den Großteil der zugrunde liegenden Technik. Leider ist in der Gegend wirklich alles verstrahlt. Mit kleineren Tests hatten wir bereits Erfolg. Aber sobald wir die Tests in größerem Umfang durchführten, funktionierte es nicht mehr. Vielleicht, wenn wir mehr Zeit oder eine bessere Ausrüstung gehabt hätten. Okay. Warum haben Sie Ihre Arbeit abgebrochen? Was ist passiert? Sie wurden geboren. Aber es ging nicht nur um Sie. Wir hatten sowieso schon zu viele Probleme. Und Ihre Geburt brachte das Fass dann zum Überlaufen. Ihr Vater entschied, dass Sie wichtiger als unsere Arbeit waren und ging. Er hat uns alle verlassen. Als er weg war, entschied die Bruderschaft, dass wir Ihre Zeit nicht mehr wert waren. Ohne ihren Schutz mussten wir den Aufbereiter aufgeben. Okay. Als wären wir schuld gewesen. Reden wir über etwas anderes. Okay. Was ist das für ein Labor? Was machen Sie hier? Das ist das Forschungslabor von River City. Es hat viele Jahre gedauert, um es einzurichten, aber wir haben es geschafft. Unsere Forschung im Bereich der tragbaren Fusionsenergie und der Hydroponik schreitet ganz gut voran, wenn auch nicht ganz nach Zeitplan. Okay. Schon mal von einem Typen namens Pinkerton gehört. Dieser Idiot? Der ist schon so lange weg, dass sich fast keiner mehr an ihn erinnern kann. Er behauptete, irgendwo auf dem Schiff ein Geheimversteck von technischen Geräten gefunden zu haben. Dann verschwand er einfach. Okay, ich versuche, meinen Vater zu finden. Haben Sie ihn gesehen? Heißt das, dass Sie sich noch nicht mit ihm getroffen haben?
Ich hatte angenommen, dass er sie hergeschickt hat. Sollten sie nicht sowieso in einer Vault sein? James sagte, dass er sie dort zurückgelassen hatte. Hier geht es nicht um mich, sondern um meinen Vater. Also, wo ist er? Ich verließ die Vault, um ihn zu suchen. Verdammte Vault. Ich lass mich nicht einfärschen. Ja, ich verließ die Vault, um ihn zu suchen. Ach ja? Mein Eindruck war, dass das genau das Gegenteil von dem ist, was er wollte. Naja, hier werden Sie ihn nicht finden. Er war hier und ist schon wieder weg. Tut mir leid. Wissen Sie, wohin er gegangen ist? Dann verschwenden Sie nicht meine Zeit und sagen Sie mir, wo er ist. Ja, wissen Sie, wohin er gegangen ist? Ihr Vater bestand darauf, am Projekt Purity weiterzuarbeiten. Ich habe ihm gesagt, dass zu viel Zeit verstrichen ist und es nicht funktionieren wird. Aber natürlich hat er nicht auf mich gehört. Sagte, er kann beweisen, dass es funktioniert und ist zum alten Labor aufgebrochen. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich sonst noch erzählen soll. Okay, wo ist Ihr altes Labor? Es ist im alten Jefferson Memorial Gebäude, nordwestlich von hier. Bitte, folgen Sie ihm nicht. Es war dumm von ihm, sich überhaupt alleine auf den Weg dorthin zu machen. Ja, wir wissen, wo unser Vater ist. Können Sie mir mehr über meine Eltern erzählen? Können Sie mir eventuell helfen? Hören Sie, ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich habe meine eigenen Probleme. Ich habe nicht die notwendigen Mittel, um James' idiotische Absichten oder Ihre Suche nach ihm zu unterstützen. Tut mir leid. Sprache 100%. Kommen Sie schon. Sie müssen doch etwas tun können, um mir zu helfen. Ein paar Stimpacks kann ich schon abgeben. Ist nicht viel, aber vielleicht wird es dadurch einfacher für Sie. 5 Stimpacks, dankeschön. Okay, ich muss los. Viel Glück bei der Suche nach Ihrem Vater. Dankeschön. Sie haben mir sehr geholfen, Professor Lee. Wir gehen jetzt hier hinten durch und reden direkt mit Dr. Zimmer. Hey, Sie, sind Sie ein Laborassistent oder sowas ähnliches? Nein, dafür sehen Sie etwas zu verlebt aus. Kann man Ihre Dienste zufällig in Anspruch nehmen? Kommt drauf an, worum geht's hier eigentlich? Haben Sie ein Problem mit meinem Aussehen? Ich höre. Ja, worum geht es? Direkt zum Kern der Sache. So gefällt's mir. Nun, wie es sich herausstellt, ist mir höchst privates Eigentum abhanden gekommen. Entwendetes Eigentum? Welches Eigentum? Kommen Sie zur Sache, Zimmer. Worum geht's? Ja, welches Eigentum? Wie könnte ich das formulieren, damit Sie es verstehen? Für Sie ist ein Roboter nichts als ein Blecheimer. Sie kennen ja nur diese Mr. Handy-Zeugs und so fort. Nun, es gibt auch noch andere Roboter. Verstehen Sie? Im Commonwealth stellten wir künstliche Menschen her, synthetische Humanoiden, programmiert, um zu denken, zu fühlen und zu gehorchen. Und da kann es passieren, dass sie die Dinge verdrehen und einfach ausreißen. Der Android ist tot. Hier, eine interne Komponente. Lüge. Wir wissen ja, wir sollen ja Dr. Zimmer das Teil geben, damit er aufhört, nach ihm zu suchen. Hört sich nach Sklaverei an. Sicher, dass sie nicht absichtlich fortgehen. Interessant, aber was genau hat das mit mir zu tun? Genug mit dem technischen Gefasel, Zimmer. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Ja, wir lügen natürlich. Wir wollen dem Androiden ja helfen. Was? Zeigen Sie her. Das ist ein Neuroservo. Das hat nur der A321. Sie sagen, Sie haben das aus seiner Leiche? Anders hätten Sie das wohl auch nicht kriegen können. Verdammt. Ich hatte befürchtet, dass es so kommen würde. Hier in diesem Ödland. Nun gut. Hier haben Sie 50 Kronkorken für Ihre Mühe. Kaufen Sie sich damit ein bisschen Wissen. Hier draußen in dieser Hölle. Auf Wiedersehen. Tschüss. Okay, wir haben gehört, wir haben Karma dazu gewonnen. Aufgabe erfüllt, der vervielfältigte Mensch. Sehr schön. Mitteldeck. So, diesmal gehen wir aber hier rechts lang. Ein bisschen Abwechslung schadet sicherlich nie. Hallo Dogmeat. So, wo kommen wir hier hin? Kentless Tür verschlossen. Okay. Tür öffnen. Ein ziemlich großer Schlafraum und ein kaputter Terminal. Die dürfen wir nicht plündern. Ja, okay, dann machen wir es auch nicht. Ich habe keine Lust, mich hier mit den Sicherheitspolizisten anzulegen. Das muss nicht sein. Hallo. Pauli Cantelli. Wer sind Sie? Haben Sie Psycho? Ich brauche dringend eine Spritze. Bin aber leider pleite. Ich führe das Arzneimittelgeschäft, bin aber pleite und kann mir keine Medikamente kaufen.
Warum holen Sie sich nicht einfach welche aus Ihrem Laden? Sie sollten diesen Stoff nicht nehmen. Es wird Sie umbringen. Das sagt Cindy auch, aber ich brauche den Stoff. Ich brauche ihn dringend. Warum leben Sie auf diesem Schiff? Na, wir leben hier, weil man hier vor Raiders und Supermutanten sicher ist. Mit Dr. Lee auf unserer Seite ist es vielleicht sogar denkbar. Das hören wir auch immer wieder. Ja, ich muss mich beeilen, Pauli. Ja, ich muss auch weiter. Frag uns sogar nach Psycho, ich fass es nicht. Schwer verschlossen, okay. Wer auch immer einen Aktenschrank schwer verschließen, den hier irgendwo hinwirft. Ja gut, den könnte man ja auch auf Land gefunden haben. Was zum Teufel, warum kriege ich das nicht auf? So. Maddox Psycho. Naja, so toll war es jetzt auch mal wieder nicht. Okay, Treppenhaus. Sehr schön. Weatherly Hotel, wir müssen hoch. Oberdeck, hier wollte ich hin. Ja. Leicht verschlossen. Leicht verschlossen. Weatherly Hotel, genau da will ich hin. Was haben wir hier? Aktenschrank leer. Aktenschrank. Schrotpatron. Oh, sehr schön. Kleines Versteck.